Erstellung einer PowerPoint mit Hilfe der KI. Ja, normalerweise wir kennen ChatGPT oder irgendwelche anderen KIs wie Microsoft, wie Google und oder auch bei Skype ist eine KI drin. Aber was ich mich gefragt habe, wie kann ich eigentlich mit der KI eine PowerPoint mir fix und fertig erstellen lassen? Und das Ganze möchte ich euch jetzt live zeigen am Beispiel vom Microsoft Copiloten. Den kann man übrigens in einem Probeabo kriegen und danach kostet um die 20 Euro. Und ich wollte euch einmal mal zeigen, wie funktioniert das, wie gut geht das und ist das Ergebnis einigermaßen ansehbar. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar öffne ich jetzt mal meinen Computer. Ihr seht zwar hier oben, das ist ein bisschen abgeschnitten, das liegt nur daran, dass wir den Bildausschnitt anders hatten, aber das ist eine klassische PowerPoint-Vorlage und hier rechts ist jetzt integriert, wenn man diesen Copiloten im Testabo hat, den Copiloten. Dann kann man draufklicken und dann öffnet sich auf der rechten Seite ein Feld. Es funktioniert, jetzt kommt das hier, ihr seht ja Copilot. Dann dauert das ein bisschen und dann gibt es auch einige Vorlagen, zum Beispiel Erstellen einer Präsentation über. Und das machen wir jetzt einfach mal. Erstellen einer Präsentation über. Und ich habe gerade einen Reiseführer für meinen Reisekanal gedreht zum Thema Fronten im Allgäu. Und ich sage jetzt einfach mal Erstellung einer Präsentation über das Allgäu. Als Tourismusregion. Bitte füge noch Aspekte von Social Media ein, insbesondere YouTube. Mal sehen, ob er da was macht. YouTube, Zielgruppe sind Menschen zwischen 30 und 60 Jahren. So, dann schauen wir mal an, was passiert. Man drückt jetzt einfach hier drauf, los geht's. Man könnte es auch diktieren. Jetzt schreiben Sie der Arbeit an eine Antwort für mich. Überprüfung läuft, bla bla bla. Passt, geschafft. Ihr seht, es dauert ein bisschen. Es ist nicht ganz so, dass es ganz zick, zack, zack geht. Und ja, wir sind jetzt, ich lasse es aber in Echtzeit einfach laufen. Ich will nur sagen, ich finde den Microsoft Copiloten in einigen Bereichen gut. Wenn ihr wollt, machen wir noch mehr Videos dazu. Ich habe es ein paar Anwendungen jetzt schon getestet. Ein paar Sachen finde ich gut, ein paar Sachen finde ich nicht gut. Und ich finde es bei den PowerPoints schon mal, ehrlich gesagt, nicht so schlecht, was bei rauskommt. Zumal das ja eine Vorlage ist, die man bearbeiten kann. Und ich kann sagen, wenn wir das Gleiche nochmal eingeben würden, wir hätten auch eine komplett andere Präsentation. So, und schauen wir uns das Ganze mal an. Herzlich willkommen im Allgäu, richtig gut gemacht. Entdecken Sie die Schönheit der Natur in dieser bayerischen Region. Passt doch in der ganzen Richtung. Dann gibt es hier Schönheit des Allgäus, Aktivitäten im Allgäu, Social Media und Tourismus im Allgäu. Guck mal, das ist sogar, haben Sie auch da auch ein bisschen berücksichtigt. Dann hat er hier verschiedene Sachen, Schönheiten des Allgäus, Schloss Neuschwanstein, Breitenbachklamm, hat ein bisschen was dazu geschrieben. Hat hier auch ein bisschen was Breitachklamm. Und dann haben wir hier, noch den, das Allgäuer Bergpanorama und dann haben wir noch hier das Schloss Neuschwanstein, wunderbar im Allgäu, Breitachklamm, nochmal das Bergpanorama und Skifahren ein bisschen und so weiter und so fort. Und das ist eine komplett fertige Präsentation. Die kann ich dann nutzen und kann sie dann halt verarbeiten. Und hier kommen nochmal Social Media. Allgäu TV hat er hingeschrieben, ist ein beliebter YouTube-Kanal aus dem Allgäu. Allgäu Erleben, Allgäu Wandertrilogie, da hat er YouTube-Kanäle aufgezählt. Finde ich cool, hatte ich ja auch gesagt, dass er das machen soll. Fazit. Und ich finde das ganz ehrlich eine richtig schöne Sache. Die ist sicherlich von den Texten her ein bisschen oberflächlich, aber ganz ehrlich, es ist eine Möglichkeit, in der man dann auch was tun kann, in der man auch, wie soll ich sagen, was rumbauen kann. Ne? Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wenn ich mehr testen soll, mehr probieren sollte oder wenn ich der KI mal eine besondere Aufgabe geben soll, schreibt es mal in die Kommentare. Was übrigens lustig ist, er hat auch selbst hier unten schon in der Vorlage, also in der Erläuterung, in der Texterläuterung schon was hingeschrieben. Das heißt, das kann ich dann vorlesen oder kann es dann natürlich auch nochmal umändern, meine Notizen. Das hier unten ist ja das Notizenfeld. Ich hoffe, ihr seht das. Ihr seht das, sehe ich gerade, ja. Also selbst das ist okay. Und ich will noch mal klären, wie das mit den Bildern ist. Ich glaube aber, die sind rechtefrei. Das möchte ich zugeben, das ist jetzt Halbwissen. Und das müsste man noch mal klären. Wer es weiß, kann es auch gerne mal runterschreiben. Aber
Ich finde das erstmal als Ergebnis richtig cool und das könnten wir verschiedene Sachen machen. Auch das Stadtbild finde ich cool. Und wer sich dafür interessiert, ich plane jetzt öfters mal Videos zu machen, um das euch vorzustellen. Das war jetzt der Microsoft Copilot fürs Erste. Wenn ihr auch noch andere Apps habt, die euch automatisiert das Ganze vorstellen, wie man eine Präsentation draus machen kann, also das Richtige anwenden, nicht nur das ChatGPT, das Texten, dann könnt ihr es auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Mich würde es mal eure Meinung interessieren, weil ich finde das gerade eine richtig spannende Entwicklung. Und wer sich jetzt dafür interessiert, was wir auf unserem Reisekanal machen, da gibt es jetzt einfach mal ein Video über das Allgäu.